Servus Leute, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wünsche euch viel Spaß auf meinem Kanal und mit der heutigen Folge Horizon Zero Dawn. Und es geht weiter mit der Quest, eine Sucherin vor den Toren. Wir haben jetzt schon das Lager hier geräumt. Und ja, würde ich mal sagen, schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Es geht auf jeden Fall hier hoch, glaube ich. So, schauen wir uns mal, was uns da oben erwartet. Begib dich zum Karcher Grenzfort. Nehmen wir den Hasen noch mit hier. Ah, schön, alles voll. Mei. Tagturm. Okay, auf jeden Fall Medizin mitnehmen, was auf dem Weg liegt. So, wir können jetzt auch die Sägezähne überbrücken. Schauen wir mal. Das brauche ich später noch. Ich glaube, es geht jetzt hier ins Gebirge irgendwie hoch. Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst. Okay, hier stehen auf jeden Fall überall ein Haufen Pflanzen. Sehr, sehr schöne Aussicht. Richtig oder nicht? Ein altes Tor. Vor langer Zeit zerfallen. Das war also die Nora-Grenze vor dem Krieg mit den Kaja. Okay, da ist ein Lagerfeuer. Sehr gut, dann können wir gleich mal speichern. Und geht es noch an hier bei dem Wind? Ja. Oh, es wird sehr, sehr kalt gerade. Das wird mir unterwegs. Okay, wir bauen mal Pfeile, würde ich sagen. Können wir noch Fallen bauen? Ja. Können wir auf jeden Fall bauen. Okay, sehr gut. So. Okay, Holz auch schon wieder voll. Wir sind komplett voll. Wäre geil, wenn es irgendwelche Kisten geben würde oder so, wo wir unser Zeug ablegen können. Habe ich bis jetzt noch nichts gefunden. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da was wisst, ob man da irgendwie so Kisten hat oder sowas. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mir am Ende der Folge vielleicht ein Like da lasst, einen Kommentar oder auch ein Abo oder sowas. Würde mich sehr, sehr freuen. Boah, schießen die auch nicht, oder was? Ein Verderber! What the fuck? What is this? Bist du ruhig? Ich glaube, die haben wir noch nicht gesehen. Fast keine Schwächen. Thank you.
Alter! Warum schmeißt ihr so Dinger? Spinnt der ein bisschen was? Oh! Alter! Wir müssen ein bisschen zurückziehen hier. Boah! Geht gleich gut los hier. Komm, wir... Nein. Er hat nicht mehr viel Leben. Alter. Jetzt stirbt doch endlich mal. Fall um, komm. Oh, leck. Klar. Wir müssten jetzt eigentlich nur noch diese blöden, komischen Wächter da sein. Die dürften jetzt eigentlich nicht so das Problem sein. Ah, wieder keine... Ah, ein Plünderer, okay. Und ein Wächter. Der ist down. Wo ist der Plünderer hin? Ist der auch schon down oder was? Okay. Wächter? Kein Platz. Wächter, 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 Wächter. Plünderer. Okay, der ist down. Und wir haben keinen Platz. Okay. Sind die feindlich? Nee. Sind freundlich. Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Bitte? Wir schauen aber erst noch mal rum. Ja, okay, hier kommt man nicht weiter. Okay, gehen wir mal zum Tor. Da werden wir bestimmt jetzt reingehen können. Ja, ich komme da schon. Bin noch Papa schon da. Öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los! Öffnet das Tor! Und informiert Hauptmann Balan! Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen! Nach Meridian! Öffnet das Tor! Verlasse das Karcherfort. Okay. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung. Auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay. Danke. Wir sollten eigentlich dir danken. Für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Okay. Hauptquest abgeschlossen. Eine Sucherin vor den Toren. 6000 EP. Geile Sache. Neue Hauptquest. Die Stadt der Sonne. Begib dich nach Meridian. Okidoki. Aber erst speichern wir. So, dann würde ich gerne mal schauen, was wir skillen können. Fertigkeiten. Wir haben jetzt schon wieder 5 Fertigkeitspunkte. Was gibt's denn hier Schönes? Ausweichtalent. Lang gedrückt. Zielbalance. Schlag von oben. Präzision, leichte Sperrangriffe schlagen wahrscheinlicher Rüstung und Bauteile ab. Das glaube ich ist nicht schlecht. Verwende beim Zielen R3, um die Zeit zu verlangsamen. Das machen wir mal.
Schwerlastträger. Bewege dich mit schweren Waffen schneller. Okay, schwere Waffen habe ich jetzt noch nicht, also skillen wir das mal noch nicht. Fallen entschärfen. Fallen und Stolperdrähte können entschärft und erneut verwendet werden. Okay. Stelle mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition her. Das machen wir auf jeden Fall. So, okay, wir haben jetzt noch einen Punkt, den können wir jetzt nirgends... Ah, doch, da oben können wir den noch verwenden. Leichte Speerangriffe schlagen wahrscheinlicher Rüstung und Bauteile. Brauchen wir das nochmal? Genau. Alles klar. Dann schauen wir mal, können wir was herstellen? Und zwar bei die... Ah, wir brauchen die Schweinsknochen. Wo kriegen wir denn die Schweinsknochen her, Leute? Mich nervt es richtig, weil ich nicht weiß, wo man die blöden Schweinsknochen kriegt. Ich habe jetzt schon so viele Wildschweine umgebracht, aber irgendwie nie den Schweinsknochen erwischt. Fallenbeutel, Outfitbeutel, Waffenbeutel, Trankbeutel, ja. Fischgräte, okay. Okay. Muss ich jetzt hier noch mit irgendjemandem quatschen? Das ist ja auch so eine Art kleine Stadt oder sowas. Ah, hier gibt es einen Händler, oder? Gehen wir doch mal zu dem Händler, was der so hat. Aber jetzt nehmen wir hier die Kiste mit. Ich habe schon zu viel dabei. Ja, ich weiß. Wir schauen mal den Händler an. So, was hast du? Kaufen. Hast du einen schönen Bogen? Schattenjägerbogen. Schattenscharfschussbogen. Dieser langsame, feuernde, aber äußerst zielsichere Bogen eignet sich am besten für den Fernkampf, wenn es auf Präzision ankommt. Man kann modifiziert werden. Schattenjägerbogen. Dieser leichte Bogen lässt sich schnell nachladen und abfeuern, ist aber weniger stark. Gut geeignet für Kämpfe auf kurze und mittlere Distanz. Feuerpfeile können Lohlbehältern Rucksäcke entzünden. Kann modifiziert werden. Okay, der hätte hier... Stolperfalle. Diese Waffe erstellt Fallen, die detonieren, wenn der Draht zwischen zwei Ankerpunkten durchbrochen wird. Am besten geeignet auf feindliche Patrouillenwegen oder in engen Umgebungen. Kann modifiziert werden. Oh, was machen wir denn jetzt, Leute? Entweder den Bogen. Also den Schattenjägerbogen. Oder den Scharfschussbogen. Hat auch bloß wieder Feuerpfeile, gell? Also ich nehme jetzt mal den Jägerbogen. 650 geht es eigentlich. Ich nehme den jetzt einfach mal mit. Kaufen. Ausrüsten. Und zwar hier rein, weil der hat ja auch bloß die Feuermunition. Das heißt, kann ich getrost absetzen. Ausrüsten. Okay, dann werde ich sagen... wir werden modifizieren. Plus 35% Feuer, das machen wir doch mal. Was haben wir da drin? Abriss plus 7% Feuer. Achso, das ist hier die Spule. Und was können wir da noch reinlegen? Eis haben wir ja nicht, das bringt mir nichts. Plus 6%. Machen wir jetzt nochmal plus mehr Schaden. Okay. Okidoki. Da können wir nichts machen. Gehärteter Pfeil. Ein Paket erhält 12 Pfeile, verursacht bei Aufprall mittleren Stoßschaden und hohen Reißschaden. Nützlich gegen größere Gegner, da er Maschinenteile schneller abtrennt und so zusätzlich Schaden zufügen kann. Herstellen, oder? Machen wir das mal herstellen oder nicht? Okay. Muss ich jetzt fast mal in mein Inventar schauen.
Ah, alles klar. Normaler Pfeil. Gehärteter Pfeil. Feuerpfeile. Okay. Nehmen wir mal einen gehärteten Pfeil. Was hat die hier? Nehmen wir mal den auf jeden Fall. Okay, alles klar. Dann sind wir jetzt wenigstens vom Schaden schon mal ein bisschen höher. Damage. Damage, Leute. Das ist Sau. Schauen wir mal, ob die auf einen Schuss down ist. Hallo? 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 Wo kann ich die nicht töten? What the fuck? Okay, können wir nicht killen? Was ist das für ein Scheiß? Warum kann ich das Schwein nicht killen? Gesetz und Ordnung. Nur als kleine Erinnerung, Fremd. Hier gibt es noch eine Quest, die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So, reden. Hauptmann Balan, die Wache am Tor sagt, du warst vor kurzem in Meridian. Was erwartet mich auf der Reise? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Ein Was soll Gefallen? ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lakir befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeig etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakir sagt, man muss immer Meldung machen, und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Dann machen wir doch. Okay, ich halte auch schon auf den Männern. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar, aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Okay, in fremde Landen. Schauen wir doch mal, wo die Quest ist. Neben Quest. Aufträge in fremden Landen. 503 Meter nur. Oh, wir haben noch so viele offene Quests. Ja, komm, wir machen mal das hier. Machen mal die Quest hier. Schauen wir doch mal, ob uns das hinbringt. Wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder raus, ja. Okay. Aber nicht schlimm. Siedlung verlassen. Tagturm. Wahrscheinlich da hoch, oder? Und darüber, oder was? Wir nehmen das Holz wieder mit, weil wir können ja jetzt auch andere Pfeile craften. Also ich denke mal, es ist nicht schlecht, wenn man alles mitnimmt, weil es liegt ja eigentlich eh schon auf dem Weg. Okay, da sind wir wieder voll. Okay, Holz ist auch voll. Wow. Okay, das war's. Jetzt ist es nur noch kalt und nass.
What the fuck? What the fuck? Das habe ich eigentlich nicht geplant gehabt. Könnte jeder tun. Hier ist ein Weg. Alter. Elendiges Vieh. Okay, speichern wir nochmal schnell. So, ist hier noch ein Wächter? Ne, der Wächter ist down. Ah, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht die wilde Fahrt. Wir scannen mal, was uns hier noch alles erwartet. Mit 80 Meter. Da runter. Dieses Lanzenhorn zu überbrücken ist kein Problem, aber es einzufangen. So, jetzt würde ich sagen, greif mal deine Kollegen an da. Los, Egger, mach, zieh. Die retten kann ich auf dem Ding da nicht. Aber auch den kriegen wir so. Alles klar. Thank you.
wurde wohl jemand überrascht. Das macht auf jeden Fall schon mal richtig gut Schaden. Das ist schon mal gut. Die anderen Pfeile konnte ich eigentlich nur ein bisschen anfracken, sag ich mal. Aber da kann man wirklich, muss man sie gleich gar nicht 100% treffen. Wir scannen nochmal. Okay, dann gehen weiter. Untersuche das verlorene Dorf. Schon wieder so ein Sägezahn, ey. Hier müssen die Maschinen auf Hauptmann Balans Patrouille getroffen sein. Komm mal her zu mir, Sägezahn. Vielleicht kann ich dich überbrücken. Was macht denn der da? Einer der Kaja ist hier gefallen. Okay, untersuche die Leiche. Haben sich zurückgezogen. Aber wohin? 100% geht's jetzt ja, oder? Ah, hier lang, okay. Die Wächter haben wir eigentlich down gemacht. Was ist hier noch? Irgend so eine Eisblume? Okay. Lagerfeuer, sehr gut. So, folge den Spuren, aber wo sind die Spuren jetzt? Banditen, oh. Der Helm des anderen Kaja sein. Das gefällt mir. Breitkopf! Ah! Na, genau. Kill die mal. Hat eh keine Chance. Jemand hat fast. Folge den Spuren. Blutige Angelegenheit. Ist das nicht herrlich? Ein bisschen langsamer hier durchgehen. Hier wimmelt es ja nur so von Viechern. Okay, wir sind weg. Mehr kann ich nicht tragen. Okay, die Spur führt es irgend zum See oder sowas. Untersuche das Gebiet. Überall Blut.
Eine Maschine etwas ins Wasser gezerrt. Oh, wow, wow. Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. Finde lag hier auf der Insel. Okay, ich glaube, würde sagen, wir gehen mal außen rum. Wer weiß, was da im Wasser alles ist. Oh Gott, ich muss da rüber, oder was? Da ist doch was im Wasser, Egger. Schnappmaul. Ich wusste das. Ein Schnapper. Okay. Schwäche Feuer. Die Jagd ist vorbei. Jetzt kommt der Kampf. Down, oder? Sieh sich wow. Einer die Kiefer von dem Ding an. Wir könnten einen Sägezahn durch die Vorsicht vor der Maschine. Das sieht nicht freundlich aus. What the fuck? Okay, würde ich sagen, gehen wir mal ins Wasser. Sieht sauber aus. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Okay, scheint sauber zu sein. Der Fokus findet hier vielleicht was. Boah, was ist das? Naja, genau. Mach die immer gegenseitig kaputt. Gehen wir mal die Spuren. Ein Plünderer. Na schön. Beide Füße fest am Boden. Und da gibt es. Was ist das? Gesang. Ich gab dem Biest den Rest, doch dann verpasste ich das Fett. Ich langte im Tierpass ohne Unterlass. Ah, oh, da ist er. Okay. Ich war nicht mal ganz blau und...
Ich dachte nicht, dass man mich findet. Und schon gar nicht deine Nora. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wäre tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden, wie ein Gefangener. Gut, dann geh doch allein. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul. Er hat meine Rüstung und meinen Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Das erklärt den Bogen bei seinem Kadaver. Du hast es besiegt? Allein? Oh. Stell dir vor, willst du den Bogen oder nicht? Danke. Ich wollte nicht in der Fremde sterben, wie meine Männer. Die Sonne sei mit ihnen. Okay, ist das jetzt abgeschlossen, oder was? Okay, anscheinend ist es abgeschlossen. Haufen Wächter hier. So, die Stadt der Sonne begibt dich nach Meridian. Und damit würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut und schauen uns dann diese Quest, wenn uns nicht irgendwie andere Quest wieder abhält davon, in der nächsten Folge an. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet und mich ein bisschen supportet. Und ansonsten, ja, lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.